Nach knapp 8 Jahren ist es wieder soweit. Yoshi bekommt sein eigenes Spiel. Ob Yoshi's New Island an seine Vorgänger rankommen kann oder doch nicht das Gelbe vom Ei ist, erfahrt ihr in diesem Video. Wie allseits bekannt, ist es der Storch, der dafür sorgt, dass die Babys zu ihren Eltern gelangen. Leider ist dem Storch in dieser Geschichte ein Fehler unterlaufen, denn er liefert Baby Mario und Baby Luigi an die falsche Adresse. Auf dem Weg zu den richtigen Eltern wird Baby Luigi von Kamek entführt, während Baby Mario auf dem Ei-Eiland landet. Die dort lebenden Yoshis entscheiden sich, dem kleinen Windelträger dabei zu helfen, sein Geschwisterchen zu retten. Daraufhin tragen die Yoshis den Nachwuchsklempner durch etliche Level und beschützen ihn vor allerlei Gefahren. Ganz wehrlos sind die Allesfresser dabei nicht, denn Yoshi besitzt die Fähigkeit, seine Gegner zu schlucken und die daraus gewonnenen Eier als Wurfobjekte zu benutzen. Der Flattersprung hilft ihm zudem, sich vor dem Fall ins Leere zu retten. Abwechslung wird durch die Minispiele geboten, in denen sich Yoshi zu einem Gefährt verwandelt und man ihn mit Hilfe der Gyrosteuerung durch die Level lenken muss. Diese locken das Spiel etwas auf, jedoch frustet die Steuerung bei dem einen oder anderen Minispiel. Zudem hätte die Einbeziehung des Touchscreens und Mikrofons für noch mehr Abwechslung sorgen können. Neuerungen gibt es natürlich auch, wie zum Beispiel das Riesenei, mit dem man so ziemlich alles aus dem Weg räumen kann. Jedoch bekommt man bei den Leveln das Gefühl, man habe alles so oder so ähnlich bereits in einem der Vorgänge gesehen, da hätte man sich definitiv mehr einfallen lassen können. Der Schwierigkeitsgrad ist deutlich zu tief angesetzt. Verliert man aber doch das ein oder andere Leben, bekommt man silberne Flügelchen geschenkt, mit denen man unendlich flattern kann. Und sogar goldene Flügel, mit denen man zusätzlich unverwundbar ist. Sucht man doch eine Herausforderung, sollte man versuchen, alle Sterne, roten Münzen und Blumen einzusammeln. Die Suche danach fordert einen schon mehr, wird aber auch teilweise zur Geduldsprobe, denn manche davon sind fast schon unfair versteckt. Grafisch hat sich der kleine Dino in der Zeit auch verändert. Süß und bunt ist das Spiel geblieben, jedoch hat es in der Zeit an Kontrast verloren, was nicht unbedingt schlimm ist, sondern einfach nur gewöhnungsbedürftig. Musikalisch ist das Spiel größtenteils solide, jedoch wirken die Stücke ab und an etwas inspirationslos und es kommt bei keinem der Stücke ein Ohrwurmfaktor auf. Nichtsdestotrotz ist Yoshi's New Island ein gutes Spiel, welches aber nicht an Yoshi's Island für das Super Nintendo Entertainment System rankommt. Man bekommt einen wirklich tollen Plattformer, der mit seinem Charme überzeugen kann und vor allem für Jump'n'Run-Neulinge geeignet ist.